Es ist ein wunderschöner Tag draußen. Die Vöglein singen, die Blümlein blühen und ich habe einen tierischen Kater. Also reden wir über etwas, was ich immer lustig finde. Thomas. Ich weiß, es ist wieder nur Shitposting, aber ihr wart vorgewarnt. Ich meine nichts Ernsthaftes mehr hier. Zumindest nicht wirklich. Obwohl ich mit etwas sehr Ernsthaftem anfangen muss. Thomas, du bist ein Verbrecher. Es ist nicht anders zu sagen. Du hast schlimme Straftaten begangen und das muss an die Öffentlichkeit gebracht werden. Denn, Thomas, das hier, das ist Umweltverschmutzung. Weißt du, wie fucking giftig Druckertinte ist? Aber ernsthaft, kurz im Hintergrund. Thomas hat ein bisschen Beef mit irgendwelchen Christen, irgendwas mit Mordanschlägen, die angeblich gefaked sind und was auch immer. Jeweils haben sich gerade die Kanäle von Thomas und von Gott weiß es in den Klünschen irgendwo. Und ich finde das nicht einmal lustig. Das ist eigentlich nicht mal Tagesschau-Level von unterhaltsam. Das ist why. Aber Thomas hat in einem von den Videos, die ich zufällig geguckt habe, was Interessantes gesagt. Und zwar das hier. Und wie gesagt, er hat auch nichts gelernt. Im Gegensatz zu Roland. Ich habe ja mit Roland ja auch so meine Differenzen gehabt. Aber wir konnten uns wenigstens aussprechen. Aber genau das ist bei Patrick nicht möglich. Entweder du bist 100% für so eine Sache, die er da macht. Oder man wird sozusagen beschimpft und beleidigt. Ihn interessiert gar nichts. Ihn interessiert nur sein Ego. Koste es, was es wolle. Und genau dieses Ego hat ihm sein wahres Gesicht gezeigt. Tim John, bist du leicht behindert? Ja, rhetorische Frage, ich weiß. Niveau ist keine Hautcreme und Ironie kann man nicht essen. Das ist exakt das Verhalten, das du seit Jahren an den Tag legst. Entweder man ist 100% für dich oder man ist dein Feind und du wirst beleidigend und kacke. Aber wenn andere es mit dir machen, ist es schlecht. What the fuck is wrong with you?